diese aufklebbaren Folien von Essence geholt. Die lagen bei uns bei Müller irgendwie rum. Ich hab sie dann direkt mal mitgenommen, ich wollte es ausprobieren. Und hab sie mir auf den Kleinfinger geklebt. Und erstaunlicherweise bin ich nicht enttäuscht worden. Zum Zweiten. Also ich habe ja, das aufgeklebt. Mit einer Feile so ein bisschen abgefallen, weil er so lang war, der Kleber. Und dann habe ich da Überlack drüber gemacht. Und das ist jetzt seit 2 oder 3 Tagen drauf. Und ja, war lustig. Warum mal nicht ausprobieren? Allerdings muss ich sagen, es ist nicht besonders super dolle drauf gedruckt. Das Braune, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das Braune ist ziemlich pixelig draufgeklebt. Also drauf gedruckt, das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber so nah guckt eigentlich keiner drauf. Und dann habe ich von Müller CW Young, also Cadea Vera oder so, Anti-Pickle-Patches. Das sind so durchsichtige Aufkleber. So sehen die aus. Also das sind die Aufkleber hier. Das da. Die sind schon weg. Und die klebt man dann also drauf. Auf den tollen Pickel. Und das hilft gegen ziemlich geschwollene rote Pickelchen. Man kann sie auch tagsüber tragen, aber also sie fallen jetzt nicht so ultra auf. Sie sind nämlich ziemlich matt. Aber am besten ist über Nacht, weil dann fummelt ihr nicht die ganze Zeit im Gesicht rum. Und ich kann sagen, es hat durchaus dazu beigetragen, dass die Pickel ein wenig kleiner geworden sind. Sie tun nicht mehr so weh. Und sind irgendwie ausgetrockneter, also schneller ausgetrocknet, als wenn ich sie nicht drauf geklebt hätte. Dann noch eine meiner Lieblingsmasken, ist die reinigende Maske von Balea mit weißer Tonerde. Die, was wir natürlich nicht machen, wir drücken ja keine Pickel aus, ne? Das machen wir ja nicht. Aber solltet ihr es doch mal tun. Dann klatscht ihr am besten direkt, nachdem ihr das Gesicht dann nochmal gewaschen habt, bevor ihr euch die Pickel natürlich nicht ausgedrückt habt. Ausgedrückt habt ihr euch mal schön gewaschen, ne? Dann habt ihr die Pickel nicht ausgedrückt und dann habt ihr das Gesicht nochmal gewaschen und dann patscht ihr so eine reinigende Maske drauf. Und zwar entweder diese oder eine von Garnier, diese warme. Auf jeden Fall entweder wo Zink drin ist oder wo Salicylsäure drin ist. Ihr werdet es nicht glauben, aber es beruhigt die Haut. Auch gut ist dann Teebaumöl drauf machen. Tipp für Leute, die ihre Pickel nicht ausdrücken, ne? Machen wir nicht. So, dann ja, ne, mein Bioaktiv Garnier Abschminkfluid finde ich super. Habe ich euch ja eine Review drüber gemacht. Gefällt mir gut. Dann natürlich mein Hautklar Anti-Pickel-Stift. Ne, den findet ihr auch, den Roller. Den finde ich auch ziemlich cool. Tut auch das, was er tun soll, nämlich Pickel reduzieren. Empfinde ich zumindest so. Meine Lieblingslippenkombination diesen Monat. Eigentlich totaler Schwachsinn, weil es soll ja, der Matte ist ja dafür da, dass ihr matte Lippen habt. Aber ich haue auf jeden Fall den matten Lippenstift 56K und darüber den Glossy Long Lasting Gloss Glide Lip Gloss von Manhattan 56G klatscht da drüber wie auch drauf. Und diese Kombination mag ich sehr gerne. Nichts gegen matte Lippen, aber ja, weiß ich auch nicht. Mir gefällt's. Dann habe ich meine Face Base. Drauf und von der bin ich extrem begeistert, extremst begeistert. Ja, sind halt so kleine Glitzerpartikelchen drin und achso, die Alkocreme habe ich jetzt übrigens auch mal aufgetragen. Deswegen glänze ich so schön. Wie eine kleine Speckschwarte. Ja, und also die Face Base mag ich auch. Ob es jetzt, ja, was macht es denn? Verlängert die Haltbarkeit des Make-ups. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, ich kann es aber auch nicht abstreiten. Bei mir hält Make-up, glaube ich, grundsätzlich nicht besonders lange, weil ich mir ständig im Gesicht rumfummel, was auch die Pickel erklären würde. Aber gut, ich habe noch etwas Neues entdeckt und zwar auch bei Manhattan und zwar dieses Perfect Adapt Make-up. Und das habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal drauf gehabt. Und ich mag es sehr gerne. Es riecht ziemlich. Nein! Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade voll gesaut. Es ist rausgespritzt. Oh Mann, so ein Scheiß. Ich hasse sowas.
Also es, ne, das ist jetzt die Farbe Rosé-Beige. Und es riecht total, total lecker seifig. Es ist parfümiert, aber es riecht, also ich finde es sehr angenehm. Ich weiß, dass es mich an etwas erinnert, aber ich weiß nicht an was. Zum Make-up auf meiner Leggings. Mann! Naja, gut. Und weil dieser Aufsteller so hübsch war, habe ich noch zwei Lippenstifte mitgenommen. Puh. Manchmal hasse ich mich, weil ich nicht dran vorbeilaufen kann an diesen blöden Make-up-Dingern. Ja, auf jeden Fall. Das ist Zebra und hat mir gefallen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Und zwar einmal die Farbe Rosewood und einmal die Farbe Karamell. Karamell ist diese. Ziemlich bräunlich, matt, ohne große, ne, ohne Schimmer. Aber recht glossig, finde ich. Und Rosewood sieht so aus. Toll, oder? Könnte hier wieder super werden. Warum zeige ich euch in meinem Favoritenvideo Dinge, die ich gekauft habe? Ich weiß nicht, aber sie sind so schön und ich mag sie und ich habe sie benutzt und deswegen sind sie jetzt wohl erst 2 Tage hier schon Favoriten. Dann natürlich meine all-time momentan favorite Voluminous. Mein Gott, Sarah. Voluminous von L'Oreal und der Alverde Augen Roll-On. Mein CD Duschgel Sensitive. Mochte ich sehr gerne. Und ich habe jetzt eine Weile rumgetestet, seit ich euch das gezeigt habe, mein doof hier Therapiezeug. Oh, und das ist toll. Ich liebe es. Es riecht so lecker. Ein ganz bisschen so wie Wash and Go damals auch, als ich noch klein war. Ja, gefällt mir sehr gut, aber dieses Intensivreparatur, ja gut, Freunde, was erwarten wir davon? Das ist die Frage. Es wäscht meine Haare, das tut es und ich finde, sie sind auch ein wenig, fühlen sich gepflegter an. Allerdings, wie soll es meinen Spliss denn jetzt reduzieren? Kann es ja nicht, es schneidet mir ja schließlich nicht jeweils beim Haarewaschen die Stücke aus dem Kopf, das wäre ja Quatsch, ne? Aber gut, kommen wir noch eben zu Flops. Einmal den P2 Color Victim in der Farbe Being in Heaven. Weil deckt nicht und ja, ist zwar eine schöne Farbe, bringt aber nicht das, was ich tun soll. Dann der Spot On von Essence ist auch ein Flop, weil er mich, na? Weil er mich zu Tode ärgert. Guck mal, ne? Ja, er ärgert mich in mehrerlei Hinsicht zu Tode, weil, Punkt 1, er fokussiert nicht. Punkt 2 ist, er macht Bläschen auf meinen Nägeln und das finde ich kacke. Also mit wenig, mit viel, mit Lack, Unterlack, Oberlack oder ohne alles, mit allem, es funktioniert nicht. Das Ding mag mich einfach nicht. Aber der ist jetzt ja raus. Für alle, die ihn toll fanden, tut es mir sehr leid. Ich kann mich jetzt nicht mehr darüber ärgern. Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass er raus ist. Und Floppy für mich auch der neue Essence. Absolutely stylish, weil die Farbe ist schön. Ja, weil er hat Glitzer drin, ist auch toll. Sieht man auf den Nägeln nicht. Finde ich kacke. So. Das waren jetzt meine Flops und ich denke, das Video ist zu lang, aber da muss ich ein bisschen schnibbeln. Flops und Tops und überhaupt. Und sagt mir doch oder schreibt mir doch, was eure Tops und Flops für diesen Monat waren. Von mir aus Getränke, Gerüche, Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, Lieblingsbuch, Lieblingslied oder auch das Gegenteil davon. Würde mich freuen. Ciao.